Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dismantle. Wir haben, ach, ich weiß nicht, ich auf die Spielstände gucken und euch die Spielzeit zeigen. Wir sind über 15 Stunden 40 Minuten mittlerweile. Also schon ordentliche Zeit, die wir hier verbracht haben. Ach ja, genau, beim letzten Mal haben wir den Bunker zerkloppt. Ich habe natürlich alles mitgenommen, richtig? Perfekt, die 6 CPUs habe ich dabei. Kriege ich hin, oder? Bis dahin komme ich hingerannt. Die Frage... Ah, jetzt ist es nicht mehr so kalt. Die Frage ist, wollen wir die anderen Bunker auch machen, oder bin ich eigentlich tilted von diesen Bunkern, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe, ehrlich gesagt? Weil die anderen Bunker wären hier hinten. Warum war noch einer? Da ist noch einer. Da komme ich aber auch nicht so einfach hin. Oh, da ist sonst auch nichts. Oh, nee, eigentlich gesagt bin ich da jetzt noch nicht so ein Freund von. Ich glaube, die Bunker machen wir tatsächlich irgendwann mal später. Auf Bunker stehe ich derzeit nicht. Ich glaube, das können wir erstmal lassen. Wir haben nämlich jetzt ein... Wir müssen immer noch ein Sägewerk bauen. Wollen wir das vielleicht irgendwo bauen? Und zu unserem... Ich weiß gar nicht, wo wir es hinbauen wollen. Wo könnten wir ein Sägewerk hinbauen? Vielleicht irgendwo an... Definitiv an den Turm. Aber da oben ist doch auch... wo ist denn das? Hier drüben. Sägewerk? Ne, warte, das muss hier irgendwo sein. Hier irgendwo. Da. Das stimmt, das ist etwas weiter weg. Aber gleich direkt irgendwo an den Turm. Vielleicht wollen wir es gleich am Anfang bauen? Da unten zur Evakuierungszone? Lass uns das doch gleich mal machen. Dafür bräuchten wir natürlich erstmal die Blaupause. Die haben wir natürlich schon angelegt. Und das kostet 5 von den Elektrochips, 10 Reifen, 30 Eisen. Nein, geh weg. Und das können wir doch gleich mal da oben hinbauen. Oder da unten hinbauen, würde ich sagen. Weil das ist ja wahrscheinlich eh unsere... Unsere Main-Basis, würde ich mal behaupten. Wie komme ich denn da hin? Ah, kann ich den mit dem Baseballschläger ganz kaputt machen? Nee, ne? Nein, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Das kriegen wir noch nicht ganz hin. So, dann erst einmal dahin, ne? Und wir haben auch noch den Obelisken da. Ne? Vielleicht machen wir erstmal den Obelisken, würde ich sagen. Ne, nämlich der hier drunter, der direkt hier drunter ist. Und dann stellen wir die doch gleich mal, das Sägewerk gleich mal hier hin, würde ich sagen. Let's go. Noch ein bisschen drehen, ich würde sagen. Wo kommt es denn raus? Es kommt hier hinten raus, ne? Kann ich mehr davon bauen? Ein neues Sägewerk setzt ansatzbar, ist mir vorteilhaft gleich mehrere dieser Maschinen, das stimmt. Kann man gleich mehrere davon bauen, ja? Kostet mich halt immer wieder 5 dieser Chips. Ist das sinnvoll? Ich behaupte nein. Aus dem Grund, dass wir eh nicht so viel Holz haben. Na? Also wir können erstmal... ich habe einfach nichts mehr. ich habe es erstmal gemacht, um die Quest zu beenden. Das ist okay. Wird mir das angezeigt? Das wird mir angezeigt. Wunderbar. Als Gebäude. Das wird mir hinten nämlich nicht angezeigt. Da. Das ist einfach... Da ist es einfach... Das kann ich auch... Ich weiß nicht. Kann ich das abbauen? Hätte ich auch mal interessant. Hier haben wir auch noch einen Obelisken. Ich brauchte dafür auch immer so ein Auge, ne? Da würde ich sagen, let's go. Wir können ja auch mal den Wunschbrunnen plus 1 aktivieren. Das haben wir auch schon noch gar nicht gemacht, dass wir die mehrfach aktivieren. Und eigentlich bräuchte ich jetzt wirklich so eine Sammel... Ich würde es gar nicht sagen, aber... Naja, so eine Sammel... Bitch. Die mit mir spielt. Vielleicht hole ich dann doch immer mal den Deedle hier rein. Also, das soll jetzt nicht abwertend klingen. Aber der, oh. Um einfach mal dieses Koop zu probieren, weißt du? Gucken, wie es ist. Weil, wenn wir jetzt zusammen einfach mal durch den Wald durchrasen und, würde mich tatsächlich schon mal interessieren. Ich weiß nicht, ob er das Game hat. Ich würde ihn einfach mal fragen. Und dann, schauen wir doch einfach mal. Auf jeden Fall wahnsinnig viele seltene Materialien wieder hier bekommen. Und dann gehen wir doch einfach mal in die falsche Richtung. Gehen wir doch einfach mal zum Obelisken und schauen, was der uns bietet. Weil das ist ein Anfangsobelisk gewesen. Der dürfte also eigentlich nicht so schwer sein. Hunde dürften dort nicht sein. Ich denke, hier werden viele von den... Ich muss außen lang. Ist ja voll widerlich. Viele von den Dings sein. Von den Kreischern.
Ich finde diese Sammelrate voll cool, dass wir einfach so eine extrem hohe Sammelrate haben. Dass wir extrem weit entfernt was mitnehmen können. Kann ich das Auto schon kaputt machen? Ja, war das da? Auch noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen mehr Schaden. Es muss noch eine andere Waffe geben, die noch ein bisschen mehr Damage macht. Damit man nämlich auch diese wunderschönen Dinger hier kaputt machen kann. Damit sie uns Milliarden an Items geben. Ich möchte ja wirklich alles kaputt machen. Mal. Lass uns das kurz noch zurückbringen. Und dann gehen wir auf zum Obelisken. Wir brauchen noch zwei Kartoffeln für den Ofenlachs. Das heißt, ich sollte langsam mal wieder bei unseren Feldern... Hier ist auch noch einer. Bei unseren Feldern vorbeischneien. Und gucken, was wir denn da angepflanzt hatten. Mir wurde übrigens auch von Fallen Angel aka Nugget, ich glaube, ihr wartet es beide zusammen, eine Person, gesagt, ich sollte dennoch ein paar Tiere am Leben lassen. Ich bin ja jetzt mittlerweile sowieso so, dass ich jetzt nicht mehr alles kaputt mache. Ich brauche die Scheiße im Inventar, ne? Weil man scheinbar für die Achievements später irgendwas mit Tieren machen muss. Ich weiß nicht genau was. Und das werden wir irgendwann herausfinden. Ich weiß gar nicht auch genau, wo man sich die... Kann man sich per Sammlung angucken? Ja, ne? So, 41% haben wir... Gut, das dauert halt noch eine Weile, ne? So, hier Medaillen. Er meint nämlich diese Goldmedaillen. Ich habe gesagt, hä, was für Goldmedaillen, hä? Aber tatsächlich sowas hier, ne? Das haben wir tatsächlich schon geschafft. Ja, Reisen an... Okay, das haben wir zum Beispiel... Haben wir sowas noch gar nicht. Holy shit, wir haben noch drei gar nichts. Epischer Sammler. Null epische Materialien. Was ist denn episch? Ist das nicht episch? Das ist nicht legendär, ne? Das ist legendär. Was gibt's denn noch an episch? Achso, wahrscheinlich Titan und, wie heißt denn das andere? Ne, das Holz hatten wir ja schon. Titan müsste es dann sein. Was dort noch fehlt. Gut, dann lass uns mit dem Baseballschläger doch gleich mal die ganzen Gegner hier verkloppen. Und dann wollten wir zum Wunschbrunnen auch noch latschen. Das sieht schon geil aus, ne? Ja, okay. Vielleicht ist es auch nur wirklich ganz, ganz einfacher. Wahrscheinlich der erste Obelisk, den man wirklich kaputt machen sollte. Wird natürlich dir auch nur entsprechende Ressourcen geben, ne? Die halt Low Quality haben. Ah, ekelhafte Werfer. Aber die sind auch Two-Hit, sehr schön. Ich hasse das, wenn der nicht fokust. Das haben die mit irgendeinem Update geändert. Das finde ich nicht cool. Ich bin der Meinung, die haben tatsächlich diese Fokus-Dings geändert. Und das mag ich überhaupt gar nicht. Der schlägt nämlich irgendwo hin, wo er gar nicht hinschlagen sollte. Gefällt mir nicht so sehr. So, Prio 1. Achso, jetzt haben wir wieder die einfachen. 140 Schaden. Ne, 55 Schaden. Ist nicht so viel wie die Axt, aber wir schlagen die halt weg. Was wir machen können, wir könnten die Axt nutzen. Ne, haben wir nicht, okay. Dann Axt nutzen wir sie nicht. Okay. Ein bisschen Stoff her, das sind die Basics, ne? Zwei Stufen haben wir noch. Jetzt haben wir wieder Spucker. War gar nicht so wenige. Die greifen dann nämlich irgendwo an, statt in die Richtung zu zielen, wo dieser Gegner ist. Also ich bin der Meinung, er hat das damals gemacht. Wirklich, also nicht so cool. Ja, ein bisschen Holz, super, braucht man nämlich, ne? Praktisch. Und der letzte. Wird wieder beides gemischt sein, ja. Ja, der greift nämlich dahin, wo ich hingucke. Und nicht dahin, wo ich anvisiere. Das missfällt mir. Weißer Crit. Und zwei Spucker noch. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay. Das wird aber nicht allzu... Ich denke, Max Leben dazu wird es als Belohnung geben. Okay. Den werden wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Weil wir den definitiv nicht brauchen. Wir können uns zu der Zeitschlosskiste hinwagen. Ne? Wir müssen mal ein bisschen mehr... Ich weiß gar nicht, Sammlung gibt es hier bestimmt auch, die Zeitschlosskisten, ne? Erfinder, Wunschbrunnen. Ich brauche mal mehr Wunschbrunnen.
Kampfobelisken, Gruffprofi, Jäger, Nachschubkisten, hier sind sie. Ich möchte natürlich gern die XP davon haben. Ist ja logisch, ne? Und wenn ich mit Diddle zusammenspielen würde, mit irgendjemand anderem. Und dann hier einfach alles auseinandernehmen, zack. Ach ja, gut, brauchen wir die Axt für. Dann wäre das schon echt cool. Ein bisschen XP. Zu dieser Kiste möchte ich. Mir wird viel im Weg stehen. Ja. Sowas wie dieser dicke Stein hier, den ich aber so oder so nicht wegkriege. Okay, das war irgendwie doof. Aber das ist eine Anfangszeitschlosskiste. Die wird nicht so schwierig sein, denke ich. Aber ich habe überhaupt gar keinen Weg hier. Ah, ich bin falsch, oder? Ja, die werde ich nicht öffnen können, denke ich. 6 Sekunden! Naja. Zeitschlosskisten sind für mich absoluter Time Waste. Also wenn man nicht alles vorher kaputt gemacht hat. Ich mache mir diese Axt wieder. Dann ist das einfach super nervig. Das wäre ganz praktisch, weil man ja auch für diverse andere Sachen diese ganzen Blätter braucht und so. Und ich denke nicht, dass es in der Vorratskiste ein Maximum gibt an Items. Dann kann man ja ruhig alles kaputt machen, aber ich will halt auch irgendwie gar nicht. Man muss halt wirklich alles zerstören. Das muss ich leider auch wieder alles mitnehmen, regelmäßig. Gib her, kleines Blümchen, komm. Geht gar nicht kaputt zu machen. Gut, dann lass uns zum Wunschbrunnen laufen. An dem wir vorbeigelaufen sind. Mal gucken, was wir da jetzt abgeben müssen für noch bessere Items. Wunschbrunnen plus, keine Ahnung, wie viel das Maximum ist. Aber erst mal gucken wir. Aber Tiere werde ich dann auch entsprechend auch nicht mehr killen. Reifen, Fisch und Elektroteile. Okay, die wollen hochwertige Items. Reifen. Ich habe vergessen, welcher Fisch. Der hier wahrscheinlich. Und ein Elektroteil. So, so. Ne, den roten, okay. Einen rötlichen Fisch. Oh. Reifen, Elektroteil. Der da. Der legendäre Lachs, den wollen die haben. Kriegen sie. Okay, jetzt brauchen wir blaue Items. Die wir geben müssen. Gucken, was wir Schönes kriegen. Titan. Ist wirklich eine schwierige Frage. Also eigentlich muss ich Stahl nehmen, weil das einfach qualitativ das Beste ist. Aber ich habe keinen Bock, Bären zu sammeln. Das sind nur 6 Bären. Also wenn es jetzt 60 Bären wären, ist es was anderes. Aber ich nehme Stahl mit. Klar, nehmen wir Stahl mit. 30 Minuten. Dann haben wir jetzt auf der Karte nämlich Wunschbrunnen plus 2. Und ich denke, Wunschbrunnen plus 3 wird dann das super, super teure sein mit nur goldenen Items. Könnte ich mir vorstellen. Da ist noch ein Bunker. Den wollen wir jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Wir wollten eigentlich zu unserem Beet laufen. Ups. Unser Beet ist da oben. Wir haben hier nämlich auch noch diese Fragezeichen, aber da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Wir haben noch die Tankstelle, denke ich, wo wir an eine Zeitkiste relativ einfach rankommen. Die Frage ist, gibt es noch andere Items, um meine Laufgeschwindigkeit zu erhöhen? Außer den hier. Kann man nicht verbessern. Ich probiere es einmal. Wenn ich es dann nicht hinkriege, dann bin ich wieder tiltet von Zeitschlosskisten und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Da machen wir das irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Aber die Tankstelle sollte relativ einfach zu kriegen sein. Mal einfach mal den Weg hier lang. Werden wir gleich mal, um uns ein bisschen Platz zu sparen. Zeit zu sparen. Das Ding jetzt zerstören. Theoretisch muss ich, aber ich muss in die Tankstelle rein. Und in die Tankstelle rein. Das sieht nicht danach aus, als ob ich da jetzt schon hinkäme, oder? Ich glaube, die sieht mir noch versperrt aus. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass es hier noch einen Dings gibt. Ne, ist nicht versperrt. Aber wir müssen einen Weg in den Zaun ja noch reinbauen. Ja, auch noch.
Oh ja, man muss halt extrem viel. Ey, nicht. Extrem viel Vorbereitung treffen für die Zeitschusskisten. Das gefällt mir nicht so sehr. Und mich nervt halt immer wieder, dass du uns das Lagerfeuer ransetzen musst. Und dann dauert das so lange. Und das ist so uncool. So. Denke, wir haben hier einen guten Weg. Aber das hier noch kaputt machen. Können wir gleich noch mal ein Sekündchen sparen. Zack. Es dauert halt immer so lange, bis er aufsteht und bis es wieder losgeht. Und das nervt mich und das mag ich nicht so sehr. Aber irgendwann werden wir vermutlich nicht drum herum kommen. Ja gut, das sollte eine Zeitschusskiste sein. 9 Sekunden, also ich bitte dich. Ein anderer hat mal mega, mega Probleme und hier easy peasy. Das ist auch noch eine Zeitschusskiste. Aber die werde ich von dem Lagerfeuer da oben hinkriegen. Gut, dann gucken wir doch mal. Ja, hier kann man halt echt nichts machen, oder? Hübsch. Okay, da lag einfach Metallschrott, ja. Man wird halt extrem langsam. Ich habe Metall gefunden. Das ist jetzt, das war wirklich random. Hui. Okay, wir haben zwei Dinge gefunden da drin. Ich da, wo das hier noch ist? Absolutes Slow-Mo. Das weiß ich tatsächlich nicht, was ich damit anfangen soll. Oder vielleicht eine Granate reinwerfen? Ah ja, die kann man auch ganz gut nutzen dafür. Um hier einfach die Umgebung zu zerstören. Okay. Ich habe immer noch dieses Flaggensymbol auf der Map und das nervt mich total. Wo war denn das? Da oben. Ach komm schon, da war ich doch gewesen. Ich habe jetzt das Ding da. Das könnte ich theoretisch kaputt machen. Aber lass uns erstmal zum Hof laufen. Mal ein bisschen den alten Ballast hier aufräumen, ne? Gehen wir da hin. So, ich brauche einen Samenbeutel. Statt der Schaufel. So, ernten wir mal. Und zwar war das Weizen, was ich gebraucht hatte, mal. So. 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 Oh, Kartoffeln, sehr schön. Dann lass uns gleich noch Kartoffeln anpflanzen. Oh. Kartoffelsamen. Ich noch 6, okay. Da ich aber den Lachs machen möchte, lasse ich das gleich mal so. Die Frage ist, was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn noch? Relativ wenig. Tomatensamen, Zwiebelsamen haben wir wenig. Rosa hat 3 Stück, das heißt, ich habe jetzt keine Samen mehr. Doch, habe ich noch. Achso, ich habe 3 Zwiebeln benutzt, okay. Tomatski-Samen. Und noch, ja, machen wir mal noch mal Tomatensamen. Kartoffeln kann ich nämlich jetzt nicht nutzen. Ja, mal das Engelchen wieder. Und dann haben wir ja alles kaputt. Oh, das geht gar nicht. Ach, das ist das Relais gewesen. Okay. Das darf ich natürlich nicht kaputt machen, ist ja klar. Gut, dann brauchen wir einen Kochtopf. Ich habe hier mal noch. Doch, ich habe einen Kochtopf hier schon, ne? Kochen. Und zwar 7-mal legendärer Lachs. Angeschichtet, ich habe das 50%. Sehr praktisch. Ein hochwertiges Lachsfilet zusammen mit Kartoffeln im Backofen gegart. Sehr lecker. Und ein Ding weniger hier oben. Sehr schön. Okay, dann lass uns kurz zu dieser Flagge da hinten laufen. Die geben mir nämlich voll auf den Sack und ich kann nichts Neues markieren. Dafür brauche ich nämlich ja. Wer ist Verstecker war schon richtig? So. Zum Kraftwerk. Ach, wie mich diese Gegner am Anfang alle genervt haben. Diese Jasons. Die waren so strong. Und jetzt sind sie einfach nichts mehr. Nichts mehr wert.
Und die Beeren und so weiter kann man, die wachsen auch alle nicht nach, ne? Also kann da so alles nur einmalig abernten. Ach komm, leck mich doch. Hässliches Ding, du. Wir brauchen die Energie. Okay, also wieder. Da oben, ne? Borealis, wo wir schon 3 Milliarden Mal hin sind, wegen dem Bunker. Genau. Da laufen wir jetzt zu dem. Zu der Flagge in der Hoffnung, mein Baseballschläger kann es kaputt machen. Ich denke aber schon. Hat schon sehr viel Schaden. Plastik. So. Hallöchen, kleines Tier. Hallöchen, kleines Tier. Das muss ich tatsächlich erst wieder alles mitnehmen, ja. Ah, dieses Ding da, das ist ja unfassbar. Dieses, der Kronensender. Super nervig. Kann das auch kaputt machen? Nee. Dass man jetzt auf einmal so viele Items abgeben muss, da hat man tatsächlich nicht mehr viel. Gerade wenn man auch Bauholz machen möchte. Da wird es schwierig. Aha, eine Axt brauche ich dafür. Okay, und jetzt noch die Schaufel. Ah, hier ist es. Ich hätte das gar nicht kaputt machen müssen. Bin auch ein Trottel, oder? Okay, das war gerade etwas verzögert. Ah, warum hab ich das Ding immer? Warum? Ach, ich bin so doof, ey. Ich dachte, da wäre was Besonderes. Aber nein, da war es doch, ich Trottel. Ich habe was ausgebuddelt. Okay, das ist einfach ein random Treffer gewesen. Cool. Dann sind wir doch hier soweit erstmal durch. Da war noch ein Wunsch. Ich könnte alle Wunschpunkte schon auf plus 2 machen, aber da müsste ich hier hinten nur hin und her laufen. Ugh. Dann lass uns doch einfach. Guck mal, da war ich noch gar nicht. Ne, es ist ein anderes Areal, oder? Kann das sein? Nö, nee, theoretisch müsste ja durchkommen. Ne, doch, da hier. Das alles klar, vergiss es. Gut, dann mache ich dieses Geistertier. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Wir müssen hier noch. Stimmt, wir brauchen noch die 6 Holz. Wir brauchen immer noch die 6 Holz, Freunde. Und dafür brauche ich Holz. Und zwar nicht wenig. Und dieses Holz bringt mir eigentlich nicht viel. Weil das kann ich eben nur zu dem anderen Holz verarbeiten. Bräuchte dann schon so ein Holz hier wahrscheinlich. Aha, und Blätter gibt es natürlich auch gleich noch. Sehr praktisch dazu. Ja, das wäre schon cool, wenn man einfach, vielleicht vom Anfang an. Einfach mit Diddle zusammen. Ich frage ihn einfach mal, ob er dieses Game überhaupt hat. Wenn ja, könnte man es einfach mal probieren. Dann kann man ja Koop dann, zack. Spieler 1, Spieler 2, da muss halt einer mit Dingens spielen, mit Controller. Fände ich halt voll dumm, irgendwie, ehrlich gesagt. Also, das hätten die echt anders machen können. Ich weiß gar nicht, warum sie keinen Koop-Mode hier eingebaut haben. Das wäre, also, keinen richtig guten Koop-Mode. Das wäre so viel praktischer gewesen. Den ganzen Kram kaputt zu machen, da wirst du ja bescheuert. Und die Frage ist halt, ob, wenn er dann Stuff sammelt, ob das auch für mich gilt. Oder ob er das dann droppen muss oder so. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil könnte man richtig viel absammeln. Das wäre schon cool. Das hätte was. Dass man zusammen einfach, ne, von hier anfängt. Von hier einfach alles abernten und dann geht man hier hin, baut hier alles ab. Und so weiter und so fort. Hätte schon was. Quatsch. Quatsch. So, Baseballschläger. Zack. Und die ganzen Robo. Metall bräuchte tatsächlich jetzt gar nicht so sehr. Das ist jetzt kein Material, was ich brauche. Tatsächlich ist es eher Holz. Aber gut, lasst uns doch einfach mal weitermachen, würde ich sagen. Ne, wir wollten zwar natürlich hier noch weiter. Aber wir müssen, hier haben wir leider auch wieder so ein Ding. Wir könnten doch einfach. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Und da komme ich auch nicht lang. Ne? Das ist auch versperrt. Faszinierend. Da komme ich wirklich nirgendwo lang. Das heißt, der einzige Weg, den ich langlaufen kann, ist tatsächlich da oben. Aber den kann man nur von der Seite öffnen. Und irgendwo war doch Gas gewesen. Wo war denn der Gas? Wo war denn das Gas gewesen? Das war hier, ne? Da brauche ich eine Gasmaske. Das heißt, wir müssen tatsächlich, der einzige Weg, der lang führt, ist hier unten. Bedauerlicherweise komme ich nicht einfach an diesen Turm ran, aber ich komme an diesen Turm relativ leicht ran, natürlich. Dann gehen wir nach Frore
und werden uns in das nächste Gebiet vorkämpfen. Und darauf freue ich mich ja schon. So, gehen wir links nach draußen. Hier ist so viel Stuff, den man abernten könnte. Man könnte die ganze Welt abbauen, das wäre schon cool. Das Lagerfeuer wäre hier und hier wäre die Zeitschlosskiste. Na, hier würde man das sicherlich auch kriegen. Würde sicherlich auch funktionieren. Was kann ich, ob ich es kaputt mache? Ah, weil ich Lust habe. Ein bisschen Holz fehlt natürlich noch. So. Reifen könnte man kaputt machen. Hier haben wir noch ein bisschen Stahl. Ah, so viele Items, die hier rumliegen. Ich habe immer mal so eine Laune, wo ich Bock habe. Okay, machen wir es jetzt kaputt, machen wir es nicht kaputt. War über 3 Minuten verschlossen. Geht das jetzt kaputt machen? Nö, geht nicht. Kra, wo geht's hier eigentlich lang? Gebeutelte Bucht, ja, da komme ich nicht hin. Frohe Lastwagendepot, da will ich nicht hin. Marinebasis, da war ich schon. Okay. Das heißt, hier haben wir noch ein Gebiet, was ich noch gar nicht erkundet hatte. Interessant. Wir gehen jetzt nicht in dieses giftgasverseuchte Areal, sondern wir gehen nach, immer noch nicht wohin. Wissen wir immer noch nicht. Genau, einfach theoretisch geradeaus. Und dann haben wir den ganzen Part damit verbracht, oh. Okay, geht nicht. Den ganzen Part damit verbracht, alten Stuff zu machen. Aber hey, wir haben... Was haben wir gemacht? Nur Obelisk haben wir kaputt gemacht. Und eine Quest haben wir abgeschossen. Ist doch auch sehr erfolgreich gewesen. Fand ich. War schon okay. Wir haben auch noch was. Sieht auch sehr verdächtig aus. Ja, bestimmt graben, oder? Dann wagen wir uns. Ne, noch nicht. Links zum Kronensender. Oh, hier ist noch mehr. Und rechts geht's jetzt in ein unbekanntes Gebiet. Aber das, meine lieben Freunde, erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.